Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut Weebler Games for You. Wir haben Gomez bekommen in der letzten Folge. Ich bin begeistert. Du hast ein Spotpass-Team erhalten. Deutschland! Oh fuck, gegen die müssen wir irgendwann spielen. So, Spielerdaten. Haben wir Gomez schon eingewechselt? Ja, ne? Ah, oh, bitte, Gomez, sei gut, sage ich dir, sei gut. Wir trainieren den mal. Vielleicht dann sehen wir auch mal, wie er ist. Vor allen Dingen ist er hier auch fast schon... Er hat noch Potenzial nach oben, er ist noch nicht ganz da. Das heißt, er ist da ganz gut dabei. Hier könnte er Schuss schon auf B bekommen, Technik dann auf D. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ich denke, das ist eine ganz gute Ausgangssituation. Den müssen wir halt ordentlich jetzt hochtrainieren. So, Spiel diese Woche. Würde ich sagen, dann geht's mal los. Gut, gut, dann auf zum Stadion. Oh, bitte, lass uns gewinnen. Was war das, die Eisbrecher, oder was? Oh, die sind ja auf Platz 1 im Moment. 43% glauben doch tatsächlich, dass die gewinnen werden. 25% nur, dass wir gewinnen. Und zwei, nee, Quatsch, unentschieden. Und 32% denken immerhin, dass wir gewinnen. Weebler Games, rufen sie nur. Oh, Gomez, bitte, sei gut, Junge. Ey, dass die immer Klatzen haben müssen, verstehe ich nicht. So alt können die doch gar nicht sein. Robinson? Frohloff? Frohloff Richtung Cousin? Cousin zu Gomez? Gomez zu Palmer? Hermann? Wieder Gomez? Oh, wow, wow, Gomez ist eigentlich nicht schlecht hier. Schön ausgetänzelt, aber der Ball hat er trotzdem nicht halten können. So, was ist hier los? De Goys. Oh, Collett. Sehr schön gemacht. Scheiß auf den. Von mir aus kannst du ihn auch verletzen. Gomez. Aber keine Karte dafür bekommen. Gomez, was machst du? Passt zu Walter. Walter kommt ran. Schießt, aber vorbei. Also das ist sowas, das muss der Walter noch mächtig üben. Der Wunder-Walter. Dann auch mal zu schießen. Aber Gomez bringt auf jeden Fall schon jetzt gute Impulse ins Spiel. Schönen Pass, den er da gespielt hatte. Jung. Spielt hier auf den Flügel, De Goys. Oh nein, ich habe vergessen, Ulrich ist ja verletzt. Und das gegen den Führenden. Wir können eigentlich nur hoffen, dass wir hier ordentlich Druck aufbauen. Dass sie gar nicht so wirklich den Vincent hier fordern. Frohloff. Robinson. Collett. Vincent. Hört sich irgendwie an wie ein 80er-Jahre-Filmstar. Keine Ahnung. Bossard. Hermann. Oh nein, Hermann gefoult. Was soll denn das hier? Rote Karte, komm. Ach, gelb. Naja, immerhin. Immerhin nicht, dass wir das denen gönnen würden. Naja, ein bisschen schon. Palmer. Palmer zurück zu Rosa. Rosa zu Collett. Was macht Collett, die Frage? Der spielt zu Robinson. Und Robinson Richtung Frohloff. Der muss mal wieder richten, wahrscheinlich. Der spielt doch wieder zu Rosa. Rosa hat versucht durchzuspielen, aber die Gegner sind wieder am Ball. Jung. Au. Oh, ja, nein. Sie kombinieren. Schipper. Oh, oh, oh. Junge, 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 Junge. Keiner kommt ran an den Ball. Sehr gut. Ein Wurf für uns, ziemlich nah an der Eckfahne. Frohloff. Er tänzelt ein bisschen, also er versucht sich... Oh nein, Jung ist dran. Frohloff hat einen scheiß Pass gespielt. Palmer, Robinson, sie haben es wieder unter Kontrolle. Frohloff ist wieder am Ball. Cousin zu Walter. Walter leitet zu Rosa weiter. Der zu Doyle. Doyle macht einfach mal nach vorne. Hermann ist am Ball und schießt das Tor. Was ein Pass, habt ihr das gesehen? Über 2 Kilometer quasi. Super, ich bin begeistert. Wir siegen. Na, hoffen wir es zumindest mal im Moment. Tolles Tor, 29. Minute. Vorarbeit von Doyle. Und Hermann ist hier beflügelt. Er scheint sich gegen Gomez hier mal wirklich durchsetzen zu wollen. Dabei hat er gar nichts zu befürchten, aber sagt es ihm nicht. Frohloff. Robinson. Collett. Zu Vincent. Oh, bitte mach keinen Scheiß, Junge. Du bist hier nur für 1-2 Spiele gebucht. Walter, Hermann. Oh, Hermann, hier, was soll das? Das war doch gefoult von dem Ziegler. Geilart. Rosa, sehr gut. Ein schöner Einsatz. Gomez ist am Ball, spielt wieder Richtung Rosa. Oder ist es Doyle? Wir werden es niemals erfahren. Das müsste Doyle gewesen sein. Ziegler ist am Ball. Geilart. Jung. Ziegler, passt zu Schipper. Der wird gefoult oder auch nicht zum Glück. Das hätte nämlich Elfmeter gegeben. Walter spielt ins Aus. 41. Minute. Wir führen immer noch 1-0.
Das ist sehr schön. Oh nein, 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 nein. Oh, Frohloff hier, super. Weil wenn da drei Leute vom Gegner stehen, dann will ich ehrlich gesagt nicht den Vincent hier prüfen lassen. Eine Minute Nachspielzeit. Cousin. Vincent. Cousin spielt zurück zu Frohloff. Der spielt zu Robinson und jetzt ist der Abpfiff da. Erste Halbzeit ist im Kasten, wir führen 1-0. Besser kann es kaum laufen gegen den Tabellenführer. Gucken mal, wie sieht es denn hier mit der Fitness aus? Mit der Fitness sieht es eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube, wir haben doch Aubert, können wir einwechseln. Das machen wir jetzt auch gerade mal. Haben wir das jetzt gewechselt? Wir gucken mal. Genau, das hat gepasst. Dann geht's weiter. Doyle hat ja eine Wundervorlage sozusagen geschaffen. Jetzt gucken wir, wie es sich entwickelt. Eventuell können wir halt nochmal einen Stürmer austauschen. Deswegen mal gucken, können wir das einblenden, was hier die Fitness macht. Hallo, Washbringer. So, jetzt. Kasim. Frohloff. Weil Gomez scheint zumindest schon mal Walter zu entlasten. Habe ich so das Gefühl, der war jetzt nicht ganz so unfit. Walter spielt relativ hoch Richtung Sturm. Ah, oh, da ist jemand nicht rangekommen. McGregor ist aber am Ball. 50. Minute. Ah, oh, Geilert, der wurde hier unsanft vom Ball getrennt. Aber keine Karte würdig. Na, 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 Jung, Jung. Oh, Vincent, wäre doch nur Ulrich da gewesen. Unentschieden. Jetzt geht er weiter auch mit der Kondition in die Knie. Ich habe fast vor, für den Walter den Cataneo zu bringen. Einfach um noch einen Offensiven reinzubekommen. Das machen wir jetzt auch gerade mal. Vielleicht können wir dadurch noch ein Tor ballern. Weil wir schießen nicht, wir ballern. Fahren hier die LKW vorm Fenster rum. Was soll das denn? Hermann Richtung Cataneo. Cataneo hält, wie er versprochen, erstmal drauf. Wäre da unser Gomez einen Schritt schneller gewesen, wäre das sogar super geil gekommen. Robinson, Cousin, Rosa, Colette ist hier aber zur Stelle. Gomez, Hermann, Hermann auf den Außenflügel. Cataneo schleicht sich einfach mal durch, wird nochmal vom Ball getrennt. Schade, dafür der Einwurf direkt an der Stelle. Gomez wird ausführen. Cataneo schießt zu McGregor, aber immerhin schießt er mal. Selbst wenn es jetzt ein Unentschieden wird gegen den Tabellenführer, ist es eine richtig gute Situation. Aubert spielt hoch Richtung Einwurf. Wieso wir? Okay, 65 Minute. Der Verbruggen wird ausgewechselt. Ne, eingewechselt wurde er. Was erzähle ich denn hier? Robinson, Frohloff. Cousin. Cousin zurück zu Vincent. Was machst du? Hoffentlich kein Scheiß, Junge, hier. Super, zu Rosa. Der zu Robinson, Palmer, Hermann. Oh, leider, irgendwie kommt es nicht übers Mittelfeld hinaus im Moment. Da kommt wieder der Nächste. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wenn du Ulrich nicht im Tor hast. Ich habe doch keine Ahnung, was das sollte. Jungs, es tut mir leid. 2-1. Das gibt eine Niederlage mit Schmackes. Ist doch scheiße, ey. Wie kann denn Ulrich verletzt sein? Das gibt's doch überhaupt nicht. Wir haben 1-0 geführt. Hätten wir Ulrich nicht fordern lassen müssen, wäre das Ganze anders. Oh, Gomez, bitte, bitte, Gomez. Tor! 2-1. 2-2. Unentschieden. Da hat sich Gomez doch schon bezahlt gemacht. Würde ich sagen. Hat er wunderbar gemacht. Vor allen Dingen hat er vorher noch ausgetribbelt. 77. Minute. Das heißt aber gleichzeitig auch, es ist noch alles offen. Beide Stürmer haben getroffen. Hermes und Gomez. Palmer Richtung Rosa, Rosa zu Aubert, der ist ja relativ frisch. Gomez schießt einfach mal wieder, aber McGregor hat ihn einfach. 10 Minuten haben wir noch, 80. Minute demnach angebrochen. Hermann ist beim Kopfball zu Aubert, Aubert spielt Richtung Gomez. Gomez spielt zu Hermann, Hermann schießt. Knappe Kiste, Gomez läuft und ein Wurf für uns. Leute. Cataneo spielt hoch Richtung Strafraum, aber McGregor kann ihn abpflücken. 84. Minute. Robinson. Am Ende kommt das Ergebnis, mit dem keiner erwartet hat oder gerechnet hat, vielmehr. Sprich, ein Unentschieden. Riccardi.
Rosa. Aubert. Hermann. Rosa. Spielt hoch. Nochmal ein Einwurf, ey. 89. Minute. Eine Minute Nachspielzeit. Jungs, macht da was draus. Kassin spielt hoch Richtung Strafraum. Aber der Gegner ist schon wieder dran. Wieder ein Einwurf und da ist auch der Abpfiff. 2-2 unentschieden gegen den Führenden. Ist, denke ich, auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein können. Gucken wir mal, was sagt die Tabelle. Sie sind uns treu geblieben auf Platz 3, sind aber auch nur 2 Punkte zurück. Fußball kommt gut an. Boah, würde ich sagen, machen wir hier ein bisschen Training auf jeden Fall. Nee, wenn sämtlich trainiere ich mal nicht, weil wir haben dann auch den Ulrich wieder. So, hier ein bisschen Technik und Schießen. Kann er, denke ich, gut gebrauchen. Der gute alte Gomez. Na, schießen hat er ja kaum was dazu bekommen. Aber was soll's. Hier mal ein bisschen die Auswechselspieler trainieren. Den guten alten Melo. Oh yeah! Hat er Ausdauer jetzt dazu bekommen. Ein Level Up. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Katarina auch noch mal ein bisschen. So, los jetzt hier. Junge, Junge. Boah, schießen hat er jetzt B. Geschwindigkeit fast C. Der wird eine echte Alternative, der Junge. Hier kriegst du auch noch mal ein bisschen was. Nicht viel, aber immerhin. So, würde ich sagen, ab eine Woche überspringen. Ich habe die Verletzung überstanden, Boss. Werde mein Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder an meine alten Leistungen anzuknüpfen. Wegen des Angebots für Kokler, der im Moment noch für das Team Dynamo Rotbolzer spielt. Er wird sich wie Black Games anschließen. Yeah. Möchtest du den Spieler unter Vertrag nehmen? Na klar. Wie viel sieht's denn hier mit unserem Budget aus? Guck mal kurz mal. Was haben wir noch? 350. Ich würde fast sagen, da kaufen wir uns noch einen für 350. Der Hermann kostet uns nur 300. Ist ja auch der Hammer. So, die Frage ist, was kaufen wir uns dafür? Kaufen wir uns noch den Winter? Ja, machen wir. Perfekt, dann haben wir den nämlich auch unter Vertrag und haben noch jemanden fürs Mittelfeld. Um da eventuell frische Leute zu bringen. Jetzt gucken wir, dass wir hier die alle mal recht gut positionieren. Bup, 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 bup. Nur damit es ordentlich und hübsch aussieht. Genau, passt. Der ist auf jeden Fall schnell wie die wilde Wutz. Die Meistertrippler wieder gegen den Führenden. Aber wir sollten vielleicht den Ulrich auch in das Tor stellen. Sonst haben wir hier nämlich gleich wieder das nächste Problem an der Hand. So, der Wunder-Ulrich. Oder unbezwingbarer Ulrich, je nachdem wie wir ihn nennen wollen. Jetzt geht's aber los. Gut, gut, dann auf zum Stadion. Jungs hier, macht was draus. ...36% glauben, wir gewinnen, 34% halten einen Unentschieden für wahrscheinlich und 30% glauben nur, dass der Tabellenführer gewinnen wird. Würden wir gewinnen, hätten wir gleichzeitig mehr Punkte als der aktuell Führende, sprich mit 12 anstatt der 11, die aktuell das Maß aller Dinge sind. Gucken wir hier gleichzeitig mal bei den Konkurrenten rein. Wäre schon geil, wenn wir hier in die zweite Liga marschieren könnten. Vor allen Dingen hätten wir dann nochmal wieder ein neues Budget. Gomez, die spielen schon mal hart auf hier. Hermann schießt Richtung Walter. Das war natürlich nicht so beabsichtigt. Aber was soll's, was soll's. Robinson. Tor da schon von der Union Zuversicht. Die alten Haudegen gegen die alten Fußballkicker oder wie die heißen. So, hier, was ist da los hier? Bap, 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 aufpassen, aufpassen. Ulrich, Ulrich, Ulrich. Da sieht man doch mal, wie gut Ulrich ist. Der unbezwingbare Ulrich, der fällt in der Brandung unserer Verteidigung. Der macht das Tor einfach mal dicht, ne? Boah, Leute! Boah, was war das für ein Knaller? Alter Schwede, haben wir Glück gehabt eben. Der Walder, der hält mal drauf. Das, wie gesagt, da muss er noch dran arbeiten. Zielwasser hat er noch keins bekommen. 10 Minuten sind gespielt. Berger, die spielen gut, die Meistertrippler. Da kannst du nicht sagen. Rosa Richtung Robinson, der zu Collett weiterleitet. Collett, der macht jetzt hier mal was. Nämlich zu Doyle spielen.
Doyle bringt hoch Richtung Strafraum. Walter war dran. Wer hat das Tor geschossen? Gomez oder Walter? Gomez, oder? Tatsache. Ich glaube, es war Gomez. Oder was, Walter? Ich habe keine Ahnung. Wir siegen. Wenn zwei Glatzköpfe zum Himmel steigen, dann war es der Walter. Und Vorlage Gomez. Gomez hat also nur nochmal weitergeleitet. Tolles Tor. Und Gomez hat wirklich, ja, eingeschlagen, möchte ich sagen. Robinson, Olof, Kasim, Palmer klärt erstmal, es war dem zu unsicher da hinten. 20 Minuten knapp gespielt. Oh Leute, oh Leute. Wenn ich sowas sehe, dann könnte ich mich freuen, weil wir führen 1-0. Das war ja das letzte Mal ähnlich. Wir müssen jetzt halt nur gucken, dass wir die Führung behalten und hier keinen Ausgleichstreffer kassieren. Robinson, Rosa. Oh Leute. Schmitz. Oh, oh, oh. Okay, Einwurf für den Gegner. Walter stellt sich mal hin und guckt genau, was sie da machen. So wirkliche Einwurfvarianten haben sie ja gar nicht, ne? Ist immer nur Standard hier. Machado, Doyle, was machst du denn nur? Herr zu Hermann. Hermann hat sich gedacht, er leitet zu Walter weiter. Der hat aber nicht gecheckt, was da abgeht. Und der Ulrich lenkt hier ins Aus, bevor er noch ins Tor geht. 31. Minute ist rum. Oh, Leute, Palmer macht hier gute Dinge. Schaschkow. Schaschkow zu Berger. Der ist immer noch heiß dabei. Doyle hat ihn jetzt aber. Jetzt muss der Konter kommen, Leute. Ach, das war doch scheiße. Das war doch ein Stoppfehler von einer gleichen. Holzt er hier den Kasim um und kriegt auch zu Recht eine Karte. Gelbe Karte für die Gegner. Olof. Ulrich. Zu Robinson. Robinson direkt zu Walter. Walter leitet weiter Richtung Doyle, aber Arnold kommt an den Ball. Ferguson. Steht unentschieden gegen die See. Kerle und die Eisbrecher. 40. Minute ist rum. Ferguson am Ball. Robinson hat ihn aber abgefangen. Doyle ist am Ball. Er tänzelt und wird vom Ball getrennt. Schurmann. Berger. Ferguson. Berger. Ferguson wieder. Er schießt. Ulrich hat ihn aber. Oh Gott, danke, dass wir den im Tor haben. So. Gomez. Tänzelt und wird getrennt. Einmal zu viel getänzelt. Ah, ist aber auch schon die Halbzeit. Der Schiri pfeift. Gucken wir mal, was sagt die Auswechslung. Noch nichts. Müssen wir jetzt hier gucken, dass wir die Fitness mal im Auge behalten. Gehen wir rüber. Weil ich will natürlich jetzt, wo wir genug Auswechselspieler haben, auch diese gewinnbringend einsetzen. Oh, Ulrich, nein! Oh, er war noch dran. Aber es war so ein Wuchtschuss, da konnte er nichts tun. Oh Mann, der arme Kerl. Komm. Ich will doch nur die Fitness sehen, du Arsch. Machen wir es eben so. Mit dem guten alten Steuerkreuz. Colette. Hermann. Gewalt, er rennt. Es bringt nur nichts. Costa. Schurmann. Olof. Für mich ist jetzt ein Unentschieden einfach. Wir sind on par jetzt mit den Besten sozusagen. Wir wechseln hier im Mittelfeld mal fleißig aus. Und zwar für Walter kommt Aubert. Und wir bringen den Kogler für Doyle. So wie für den Palmer bringen wir Winter und hoffen das Beste. Jetzt haben wir nämlich unser Kontingent ausgeschöpft. Berger, oje, oje, so. Drei frische Leute fürs Mittelfeld, wir hoffen es mal. Und auch vor allen Dingen drei Leistungsträger ausgewechselt. Gut ist, dass aber Aubert kommt. Das heißt, es kommt ein neuer Leistungsträger wieder mit aufs Feld. Winter, da freuen sie sich, warum auch immer. Die mögen den anscheinend. Unsere Fans.
So, Sokolov. Schurmann, Ulrich. Ah, na, ist er geschlagen. Was soll er auch machen? Schön kombiniert hier. Man kann nicht immer gewinnen oder unentschieden spielen. Ich hoffe aber dennoch, dass wir hier noch was zu Rande bekommen. Gomez. Wird getrennt, scheiße. Ferguson. Winter, super gemacht. Cousin spielt Richtung Gomez. Gomez kommt aber leider nicht ran. Union Zuversicht zieht hier den Ein- oder Aufsteiger ja mal total ab. Mit 4:0. Das ist schon blamabel. Das ist unsere Position gewesen letzte Saison. Olof, Robinson, Gomez. Oh, Aubert. Scheiße, den konnte er noch ablenken. Was aber ein toller Versuch war. Oh, Ferguson. Nein. Nein. Was soll Ulrich da denn in den Momenten machen? Er lenkt den noch ab, aber naja. Das haben wir halt kaputt gemacht. 73. Minute. Doppelpack von Ferguson schon in dem Spiel. Gomez, Rückpass zu Winter. Winter zu Cousin. Ich finde die eigentlich gar nicht mal so schlecht, die neuen. Jetzt wurde er hier natürlich getrennt. Schade, ist immer so, wenn man jemanden lobt, dass er danach irgendeinen Quark macht. 77. Minute. Ulrich lässt nur abprallen. Rosa klärt zum Einwurf. Das Gute ist, dass die Eisbrecher halt auch nur unentschieden spielen. Und die Saison relativ lang ist. Also das heißt, mit Training und so weiter können wir uns da wirklich noch hocharbeiten. Und die Ausgangslage ist alles andere als schlecht. Rosa Richtung Kogler. Was macht Kogler, ist die Frage. Der holt eine Ecke raus. Sehr schön. Gomez führt aus. Wer kommt ran? Niemand. Schade. Kogler hat versucht, einen Pass zu spielen, nur geklappt hat es nicht. Carpentier. Ah, sie kombinieren viel zu sicher. Rosa, Gomez, den hat er nicht richtig bekommen. Pires. Oh shit. Abstoß. Oh Leute. Okay, Abpfiff. 3:1 hier. Für die Gegner. Schade das Ganze, aber was soll's. Boah, da sind wir gleich auf 5 abgerutscht. Was soll denn der Scheiß? Frech hier. Ja, so ist es halt, ne? Union Zuversicht. Ich denke, das ist eine lösbare Aufgabe für diese Woche. Wir machen aber einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.